uns hier auf unserem neuen Gut in Weeze. Begutachten wir unsere tollen Hundezwinger. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, hier auf Bauzaun, da steht schon Bauzaun, einfach zwei neue Zwinger zu bauen. Also beziehungsweise ein Zwinger für drei Hunde. Ja, dahinter kommt dann Ziegenweide, Tropenhaus für die Krokodile, die bei mir noch zu Hause im Aquarium schwimmen. Ja, ursprünglich wollten wir hier das Gewächshaus umbauen. Wo ist es da? Problem da auch, wie alles andere hier auf dem Hof, alles marode. Alles irgendwie runtergekommen, verranzt. Also ich denke, wir werden das einfach stehen lassen, bis es in sich zusammenfällt. Ja, hier sieht man ja schon. Sieht man gut, ne? Also es ist alles hier irgendwie zusammengewirtschaftet. Und nichts Gehaltes, nichts Ganzes. Ne? Man hätte halt keine Stehhöhe. Darum haben wir uns entschlossen, hier neben der Ziegenweide und das Kabel von meinem Wohnmobil da in die Ecke. Hier bauen wir dann nochmal ein neues Gewächshaus mit einem großen Wasserbecken, Fußbodenheizung, großen HQI-Strahlern. Dann haben wir von der anderen Seite quasi den Garten. Da wo man jetzt hier die Plane sieht, soll mein Carport für mein Wohnmobil hin. Alter Magirus Deutz, selber umgebaut. Leider schon fertig, sonst hätte ich schon früher Videos gemacht. Ja, dann sieht man hier einmal den Teich. Gehen wir jetzt mal hin. So, leider im Moment noch eine ziemliche Kloake. Wird sich aber, sobald der Filter mal eingefahren ist, sich auch ändern. Ne? Zeige ich das mal einmal von hier. Da sind auch schon so Kois drin, 13 große Kois. So 60 bis 80 cm sieht man reichlich wenig von, weil, wie gesagt, noch eine ziemliche Kloake. Da schwimmt einer. Da schwimmen noch ein paar. Ja, wie gesagt, keine Gartenlaube. Ganz viele Brunnenschächte haben wir, ne? Wir wollen ja so selbstversorgungstechnisch gut abgedeckt sein. Ja. Und das Schöne ist halt jetzt natürlich, blüht auch das meiste noch. Hier die Weide fängt an. Ne? Das meiste hat leider schon geblüht, bis auf der Baum, der fängt jetzt erst an. Hinter mir. Super Sache. So, dann machen wir rein in die gute Stube. Hier ist erstmal der Vorraum, der Flur. Das ist meine Dusche. Meine Wellness-Dusche. Dann geht es hier in den zweiten Stock hoch. Ja, und dann ist hier unser neues Reich. Schön hohe Decken. Erinnert so ein bisschen an so ein skandinavisches Landhaus. Sieht momentan ziemlich saurig aus, weil wir nicht gerade die ordentlichsten Renovierer sind, aber es wird. Wir haben hier das Badezimmer. Das haben wir jetzt leider schon fast fertig. Na, da müssen wir noch ein bisschen verputzen, dass es glatt wird. Ja, haben wir die Decke hochgesetzt, weil irgendwie hatten wir nur 2 Meter Deckenhöhe und sobald man in die Dusche gegangen ist, haben sie erstmal schön den Kopf gehauen. Ja, dann geht es hier noch hoch zur Loggia. Ja, ein bisschen Balkon. Das war es dann eigentlich auch schon. Küche haben wir auch noch. Ne? Haben wir hier einen schönen großen Essbereich. Hier ist dann Küche. Oder kommt Küche rein, sagen wir es mal so. Es hat auch noch einiges an Arbeit. Und sobald das mal fertig ist, geht es draußen richtig los. Das ist das Gerät hier. Da müssen wir halt wie gesagt noch einen Carport bauen. Ne?
Weil das passt leider nicht in die Scheune, da die Scheune einfach zu niedrig ist und der jetzt mit den großen Reifen und dem hohen Aufbau doch deutlich zu hoch ist. Hinten ist eigentlich noch ein Moped dran, das ist in der Garage. Genau, jetzt habe ich es auch. Ja. Blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work, no digging.